Versuche das Ausbrechen in jeder Kurve zu kontrollieren. Sei besonders beim Beschleunigen am Kurvenscheitelpunkt vorsichtig.
testen wir Treibstoffmanagement, also versuche beim Einfahren in die Kurve die Lift-and-Coast-Technik anzuwenden. Sei nicht zu aggressiv am Gas, aber denk daran, du musst die minimale Rundenzeit unterbieten. Okay, gute Runde, aber da geht noch wesentlich mehr. Nicht locker lassen. Das war eine akzeptable Runde, aber du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest.